Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey, das Vermächtnis der ersten Klinge. So Leute, die dritte Folge schon und wir haben in der letzten Folge auch schon den ersten Ältesten getötet und haben auch schon wieder einen neuen aufgedeckt. Der wäre hier. Conon der Kämpfer. Den werden wir doch in der heutigen Folge erledigen. Und dann machen wir hier die ganzen restlichen Fragezeichen noch. Hier unten gibt es auch noch Quests. Und ja, wir schauen mal, was uns hier alles erwartet heute, würde ich sagen. Gut. Dann würde ich sagen, go, go, go. Und ich muss sagen, die Bären halten schon einiges aus. Hey, heftig. Die sind mir vorher nicht so stark vorgekommen. Und irgendwie haben die irgendwie mehr Reichweite. Also kommt es mir zumindest vor. Oder es waren komische Elite-Bären, ich weiß es nicht. Aktuell immer noch Level 59. Ich hoffe mal, dass wir noch auf Level 60 kommen. Dass ich hier noch eine Fähigkeit skillen kann. Dass wir natürlich hier in der Episode 1 auch alle Trophäen mitnehmen. Dürfte normalerweise nicht so schwierig sein. Und Episode 2 müsste ja dann schon Mitte Januar kommen. Bin ich natürlich auch am Start, Leute. Also schaltet ruhig ein und wenn es euch gefällt, lasst mir doch ein bisschen Support da, würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Gebiet nicht verfügbar? What? WTF? Was ist hier los? Ja, das Gebiet hier, aber komme ich darüber? Was ist hier los? Bin ich so nah am Rand jetzt oder was? Ja, ich bin so nah am Rand. Und genau das meinte ich, Leute. Genau das meinte ich mit diesem Gebiet hier eben auch. Ich bin gespannt, ob das vielleicht in der nächsten Episode dann freigeschaltet wird. Gebiet nicht verfügbar. Bin gespannt, ob es vielleicht dann in der nächsten Episode kommt. Wäre nochmal ein richtig großes Gebiet. Ja, ich weiß, dass es nicht verfügbar ist, aber ich muss ja hier hin, Leute. Geh doch hier eh nicht hoch. Geh doch hier lang. Wäre mal schön, wenn der blöde Balken mal ausgeblendet wird da unten. In der Nähe. Das ist schon noch ein ganz schönes Gebiet. Gehen wir ein bisschen hoch, ein bisschen näher ran. Hier ist was. Ach, das sind die Tiere. Die ja schon zu der Quest dort oben dazugehören. Ja, dann killen wir die halt mal. So, die waren die irgendwo. Diese Richtung, 100 Meter. Passt, dann können wir das gleich mit abfrühstücken. Ich hoffe mal, dass sie nicht irgendwie. Dass es normale Wölfe sind. Aber. Ich denke, wird das nicht das Problem sein. Die können da nichts. Die können da nichts. Wurzeln des Imperiums. Ja, wir sind jetzt hier gleich bei den Wurzeln des Imperiums. Wir könnten noch mal hier runter gehen. Oder hier mal so ein Stück lang. Dann sehen wir gleich, ob wir hier noch ein paar mehr Wölfe finden, weil wir brauchen noch einiges mehr. Dann können wir die Quest vielleicht auch gleich lösen. Wir nehmen auf jeden Fall die hier auch gleich mit. Gibt nämlich schön Leder, Leute. Und ich habe schon gesehen, Ikaros hat schon wieder was.
Sag jetzt nicht, die respawnen so schnell. Okay, das scheint ein Alpha-Wolf zu sein. Mir fehlen hier aber noch so viele. Und ehrlich gesagt will ich noch nicht zu dem Boss gehen. Würde ich eigentlich erst gerne mal die Löwen, die Wölfe hier machen. Wir können ja hier nochmal schauen, ob hier im Wald irgendwas ist. Ich weiß eben nicht, wie viele Spots hier gibt. Hier schon wieder die Festung. Irgendwo in der Nähe der Wurzel des Imperiums herum. Das sind Bären. Bären brauchen wir nicht unbedingt. Schon mal auf die Karte gucken. Wurzel des Imperiums. Das wäre natürlich hier. Wir könnten mal hier runter gehen. Schauen wir mal, ob hier ein paar Wölfe sind. Und normalerweise müsste mir das anzeigen dann. Oder die Spots sind wirklich an dem Fragezeichen. Könnte natürlich schon hier sein. Schon wieder eine Rennerei hier.
Das wird wahrscheinlich bloß wieder irgendein komisches Lager sein oder so. Ah, ist ein Lager. Na komm, das nehmen wir gleich mit. Ich mache mich unsichtbar. Brauchen wir nicht. Das ist neu, ne? Ist immer noch nicht genug, oder was? Jetzt hat er genug. Okay, wird das auch gelöst. So, hier ist natürlich wieder ein Söldner. Der will wahrscheinlich wieder ein bisschen Hauer haben. Dann gehen wir eben ihm doch. Ist ja kein Problem. Jeder kriegt er was, wenn er was haben will. Einer? Nee. Mir nervt es jetzt gerade richtig mit den blöden Wölfen, wenn ich die nicht finde. Das Einzige, was wir machen können, ist dann nochmal da hinten hinrennen zu dem anderen Spot. Aber der wird mir wahrscheinlich nicht reichen.
Ah, okay. Alles klar. War doch nicht so falsch. So, jetzt wäre das Alpha-Tier doch recht, wenn es auch noch kommen würde. Das ist schon dann auch die Stadt. Da finden wir noch auf dem Weg hier noch ein paar. Oh, ich schieße komplett daneben. Muss sie leider töten, weil ich das Leder brauche. Alter. Du gehst nicht auf meinen Rücken. So, dann schauen wir doch noch mal da hoch. Vielleicht ist er jetzt da. Der komische Wolf. Sorry. Ich glaube einfach, dass es drei Spots sind, Leute. Kann gar nicht anders sein. Das heißt, wir gehen jetzt den hinteren Wald nochmal und schauen dann dort. Und ziemlich genau ein Drittel. Hier ist aber kein Wald mehr. Vielleicht dort oben noch oder so.
Rennt schon wieder genau auf die komische Tussi zu. Oder auf den Typen. Belasten jetzt, wenn ihr den blöden Spot nicht findet. Wollen wir mal. Gehen wir hier runter nochmal. Los. Sind das Hirsche? Da. Ho, ho! Ella. Ja, okay, Leute, hilft nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Kultisten, vielleicht finden wir die blöden Wölfe dann noch zufällig. Jubeln wir den schnell weg. Ella. Ella. Ho, ho! Ich werde euch alle erledigen. Okay. So, hier brauchen wir jetzt neue Hinweise. Das passt. Okay. Wo ist der? Gibt es hier noch was? Hier gibt es noch Missionsziele. Antike Tafel finden. Oh.
Schatz. Die uralten Tafeln, die haben wir auch schon so viele. Ich glaube, da brauchen wir das fürs Schiff dann, glaube ich, oder? War das doch. Ich würde gerne noch die Wölfe noch machen. Wir könnten vielleicht in dem Wald hier sein. Ja, das ist auf jeden Fall die Stadt, da wo sie nachts dann angreifen. Schauen wir mal, vielleicht finden wir sie ja noch. Würde ich schon noch gerne abschließen. Hier oben ist wieder Sperrgebiet. Da kommen wir nicht weiter. Irgendwie halt es hier so komisch, oder kommt mir das bloß so vor? Ist irgendwie ein Soundbug oder sowas? Ja, Soundbug. Dann schauen wir doch mal hinter die Stadt. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Glück. Aber hier rennt doch gar nicht rum. Viehzeugmäßig. Ach, das ist wieder so ein. Okay. Ah, was willst du denn hier? Okay. Haben wir jetzt wirklich da. Da müssen wir schon rausgehen, wenn wir jetzt einen Söldner hier haben. Dass der mich hier killt auf einmal. Der ist ziemlich nah. Da unten wird er jetzt gerade ins Eck kommen. So, jetzt schauen wir noch mal. Irgendwo hier in der Nähe.
ist so ein Wolf. Wir schauen mal hin. Na, okay. Es wird dunkel. Das wird mir nützen. Okay. Sammelmistvieh. Also musste ich doch in die Stadt praktisch, dass ich die letzten hier erwische. Da drüben sind sie. Das sollte dem Jäger eine Warnung sein. Ich frage mich, wie er auf den Verlust seiner Schoßtiere reagiert. Okay, haben wir die abgeschlossen, Leute. Sehr schön, das wollte ich halt noch in der Folge. Gut, damit würde ich sagen, machen wir auch Schluss für diese Folge. Und wir sehen uns natürlich dann gerne wieder in der nächsten Folge, wenn ihr Bock habt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein bisschen Support da. Würde mich auch sehr, sehr freuen. Gut, aber ansonsten bis zur nächsten Folge. Reingehauen. Ciao, ciao. Euer Andi.